Und jetzt zeige ich euch, wie man ein Training mit dem Paceboot absolviert. Wieder betätige ich die Taste Training wählen, neues Training und gehe alternativ diesmal auf Distanz. Und ich möchte jetzt eine Einheit von, sagen wir, 5000 Metern absolvieren. Gehe wieder auf die Pfeiltaste, könnte alternativ auch noch hier wieder die Abschnittslänge einstellen, die belasse ich aber so und komme hier zum Paceboot. Und ich möchte nun gegen ein Paceboot fahren, das einen 2-Minuten-Schnitt fährt und bestätige das einfach wieder und kann dann einfach loslegen. Das Gerät zählt wieder die 5000 Meter runter. Das Paceboot bewegt sich natürlich jetzt mit dem Tempo von 2 Minuten. Und wenn ich jetzt einfach loslege, kann man hier schon sehen, dass ich meine Bugspitze, wenn ich schneller fahre als die 2 Minuten, dass ich mich dann vor das Boot lege und kann dann mein Training so absolvieren.